Hallöchen aus Warnemünde. Einen wunderschön. Ey. Oh, ey, meine Zahn. Also, die hast du aber auch wirklich blöd gepackt. Hör mal. Ey. Ey, mach die bitte aus, das ist der Akku alle. Das sind immer deine Sachen. Ist dir das mal aufgefallen? Ey, ich habe auch ein schweres Paket. Nicht, dass ihr denkt, dass ich hier gar nichts zu tragen habe. Hier ist jede Menge Essen drin. Wir laden ab und dann packen um und von dort laufen wir, müssen hier, wir oder? Halt laufen, dann ist es so. Oh, hörst du das? Wir bleiben ja eh hier, oder? Wo? Na, hier in der Region. Ja, naja. Wenn nicht, müssen wir zum Hotel laufen. So weit ist das hier alles nicht. Ferienwohnung. Ja. Ja, natürlich. Wir halten uns doch eh nur hier am alten Strom. Oh, die ich da schon sehe. Jetzt haben wir hier eine fette Kiste mit. Was ist drin? Easy Mail, Essen. Komplett Essen. Ja, ich hoffe, wir können es einhalten. Aber ich glaube, so ein Fischbrötchen muss auf jeden Fall mit ja, am Start sein, wa? Sollte man sich ja auch gönnen. Ja. Ja, wir haben ja jetzt auch nur das Frühstück mitgenommen und ja, die Snacks für zwischendurch. Und eben haben wir uns verfahren, mussten wir in so eine Einbahnstraße hier rein, dann bist du nicht mehr rausgekommen. Boah, ist das schwer, die Tasche ist mega schwer. Was hast denn du hier drin, ey? Klötze? Also ich hab drei Paar Schuhe mit. Ja, warum? Nee, stimmt nicht, zwei Paar Schuhe. Unfassbar. Nee, drei Paar, ich hab doch drei Paar. Drei Paar Schuhe für zwei Tage, so viel kann ich gar nicht anziehen, wie ich mit habe in zwei Tagen. Aber da ich ja noch nicht weiß, ob denn das so gehen, muss ich halt ein bisschen, ja, genau, bisschen ausweichen. Ja, und hier sollten wir parken? Und hier oben? Also, das habe ich nicht ganz verstanden. Stand in der Mail, hier kann man nicht parken. Oder hier darf man parken, aber hier parkt keiner. Ich habe Hunger schon wieder, du auch? Ich auch, ja, alle zwei. Ach, niedlich. Oh, sehr süß. Voll schön. Guck mal, die Küche, Schatze, ähnlich wollen wir mal machen. Ja, nimm mal bitte was ab. Du, das ist ein Zeichen, dass wir hier sind. Die ist uns. Guck mal, die Küche können wir uns richtig angucken. So, mit der Holzwand, Schatz. Guck mal. Na, Schatz, so ähnlich haben wir doch auch die geplant für uns jetzt. Und wie findest du das? Naja, bis auf das hier, das hast du halt keinen Stauraum, wenn die so sind, ne? Aber hier. Ja, Hammer. Schön hier, ne? Krass. Und das ist aber matt, aber ein anderes matt. Das ist nicht so ditschig. Ja, das hat er ja gesagt. Das ist ein matt, was da an der Wand war. Und wir haben es ja auch so ähnlich, Schatz. Guck mal. Wir haben es ja auch dann so. Doch, ja, das wird schön aussehen. Jetzt bin ich mir noch sicherer, dass wir das so machen, Schatz. Ich bin mir jetzt nur nicht mehr sicher, ob wir jetzt diese Oberflächenfarbe nehmen, die wir gewählt haben. Weil wenn ich mir das so angucke, finde ich dieses graue Matte richtig, cooler, richtig, richtig schön. Ich muss jetzt mal richtig pullern. Oh. Ey, geil, war. Der Spiegel auch hier. Richtig geil. Fällt der Tisch auch. Fällt mir gut hier. Wahnsinn. Und das ist das Schlafzimmer? Hier ist unser Ehebett. Ey, Baby, wir müssen aber gleich nochmal los, dann lass uns das Auto doch gleich wegparken. Wir haben Balkon. Ach, wir haben Balkon? Ja, guck mal, hier. Das ist ja mal ein Ausblick, oder was? Alter, Falter. Ich dachte, wir brennen mal an, das ist das Hammer. Riech mal. Ich glaube, wo wir jetzt sind, wir sind direkt am Ende von dem Hafen sind wir jetzt so. Ja, geil. Ach, hier, wo die Passage ist. Und hier kann man sich Fischbrötchen holen. Ja, überleg mal, wie wir am Strom an der Quelle, Baby. Das ist natürlich mega. Richtig, ne? Und das müssen wir uns mal merken. Wir haben auch größere Apartments. Können wir auch das Auto in links abstellen. Zahlen wir zwar ein bisschen, aber das ist sicher und wird mir abgeschleppt. Aber wir können uns das mal merken, wenn wir hier mit den Kindern mal hingehen. Ja. Wir haben auch größere. Ach, guck mal, Balkon kannst du ja hier komplett begehen. So, und hier haben wir noch zum guter Letzt. Das Bad ist natürlich standardmäßig, war es jetzt nicht besonders. Aber so. Wir erwarten noch Freundschaften. Die wissen ja nicht von ihrem Glück. Einer schon, die andere noch nicht. Die wird überrascht und dann machen wir uns hier gemütliche Tage. So einfach mal ohne Kindurlaub. Sahne. Und nächste Woche sind wir ja eigentlich wieder hier mit den anderen Kindern. Also da wird es auch nochmal schön. Ja, auf jeden Fall können wir jetzt schon mal hier. Ey, die Küche ist mega. Guck dir mal die Mikrowelle im Schrank an. Wie geil ist das denn? Aber gut, hier sind auch hohe Wände, weißt du? Das ist alles ein bisschen anders. Ihr findet ja geil hier mit so einer Mikrowelle. Boah, geil. Achso, das ist auch ein Ofen, oder? Nee. Backofen gibt's hier nicht. So. Okay, also eine Pizza kannst du dir nicht mal schnell machen. Aber hier unten ist ja alles. Ja, cool. Dann packe ich mal meine Sachen ab. Guten Morgen. Also guten Morgen nochmal. Wir sind in Warnemünde und zwar mit Freundschaften. War? Guten Tag. Meine Jeans. Guten Morgen. Guten Morgen. Guck mal kurz, komm nochmal her. Guten Morgen, das ist Niki. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Schön, dass du da bist. Hier haben wir noch jemand anderen. Wo ist er denn? Guten Morgen. Na? Hey. Guten Morgen. Guten Morgen. Liebe Grüße an alle. Ja, und wir nehmen schon so ein bisschen mit, wa? Wir gucken mal, was wir hier machen, wa? Oder? Ja, ich hätte Lust, ein bisschen zu feiern heute. Ja? Glaube ich dir. Ja, wir wohnen
gestern spontan hier unten in diesem Geschäft eingeladen zum Schlagerhammer heute. Und zwar in Rostock, das heißt 15 Minuten von hier oder so mit Auto oder mit Taxi. Mal gucken. Und der Veranstalter hat sogar gesagt, wir kriegen Backstage-Plätze. Aber erst vor Ort. Schauen wir mal. War geil wert auf jeden Fall. Bin sehr gespannt. Auf jeden Fall eine richtig geile Bude hier. Ich zeige euch die mal kurz. Jetzt natürlich nicht mehr, weil die Mädels hier drin sind, aber ansonsten eine schöne Bude. Küche ist auch geil, gefällt mir sehr gut. Spiegel ist schön, klein und zierlich. Du machst jetzt die Roomtour, wo alles so unordentlich ist. Ja, so muss es sein. Mitten im Leben. Genau, so sieht's aus. Ja, und jetzt suchen wir erstmal uns eine Location zum Frühstücken oder irgendwas zum Rappern, ich weiß es nicht. Ja, Frühstück auf jeden Fall. Frühstück. Also wahrscheinlich werden wir nur noch Brunch kriegen. Und ich brauche deinen Rucksack. Ist das okay für dich? Diesen hier? Ja, den würde ich mitnehmen wollen. Dann kann ich die Kamera dann machen. Ja. Geht doch, wa? Oder wir packen da Geld drin oder irgendwas trinken, wie auch immer. Alles klar. Ja, genau. Also. Hast du schon gesagt, wo wir heute hingehen? Ja, zum Schlagerhammer. Also, wer weiß, vielleicht finden wir noch was Besseres. Zum Schlager. Ja, weil die Leute, die da auftreten, sind jetzt nicht der Burner, muss ich sagen. Sag mal, Baby. Naja, ich selber trete ja nicht auf, von daher, was soll ich denn sagen? Mann, ey. Kennt ihr übrigens noch die Serie hier? Absolut. Die können wir nicht. Beste Serie auf Erden. Ach du Schreck, ich hab meine Ohren vergessen. Das ist schlecht, ja, wir müssen zu Rossmann. Wir müssen eh zu Rossmann, weil ich brauche eine Fusselbürste für meine Hose. Ey, das ist das Blöde an New Yorker Hosen. Ja, muss man immer, leider sagen. Muss man leider sagen. Rainsjacke. So. Und, wie fühlst du dich? Wie fühlst du dich, wenn du dich jetzt so im Spiegel anguckst? Toll. Mit der Jacke einfach. Sieht aus wie eine von der Matrix. Wie eine von der Matrix. Ja. Ich hätte gerne den Spiegelschatz. Der ist mega, oder? Lass den mal abhängen und gucken. Lass einfach mitnehmen. Von welcher Marke der ist. Wir nehmen den einfach, sieht echt schön aus. Steht die Marke an so einem Spiegel dran? Sehe nicht, hinten kann ich mich erinnern, bestimmt. Oh, krass. Wir gehen einfach frühstücken und steht direkt die AIDA. Das ist ja ein Schlachtschiff. Das ist ja monströs. Schaut euch das an. Boah, da hab ich ja Bock drauf, ey. Das ist ja Wahnsinn. Also wenn man das so sieht, hat man echt Bock, das mal mitzumachen. Ein schönes Landbrot, weißt du? Welch in der Nähe ist nämlich ein Kaffee. Ringelnatz. Gibt's eine geile Frühstückskarte und zwar den ganzen Tag. Bin ich sehr gespannt. Oh, Vanillejoghurt, frisches Obst. Haben die auch nur ein bisschen frisches Obst noch dazu? Ja, bestimmt. Frischer Obstsalat. So was meinst du, oder? Ja, genau. Ich kann gerade einen Tee an. Teeuhr an. Habt ihr das heute schon mal gesehen? Nee. Oh nicht, ich kenne nur Eieruhren. Oder Sanduhren. Aber eine Wasseruhr. Nein, 7,50 Euro. Bist du sicher? Ja, bin ich mir. Oder 6,90 Euro, was da stand. Ich weiß es nicht. Ich bin mir unsicher. 6,90 Euro, glaube ich. Okay, dann ist es schon. 96 Euro? Mhm. Lasst es euch schmecken. Danke. Und wenn, dann haben wir schlechte Werbung. Das ist geil. Ja, nimm mal mit so eine Espresso-Tasse. Steht da irgendwas dran? Zwei reichen, jedes oder? Stück ist ein Unikat. Ach so, cool. Ja. Sind handgefertigt. Zwei Stück reichen, oder? Ja, vier. Ich würde mal. Obwohl, nee, zwei reichen. Trinken ja nicht alle. Oh, die schön, ey. Ja, auch mega Sachen. Ich weiß, ich sammle Tassen. Ich weiß. Ja, jetzt sind wir nochmal in dem Laden drin. Wir haben jetzt gegessen. War mega lecker. Ist wirklich wie Karls. So wie du gesagt hast. Ist wirklich so ein kleines Stück direkt hier in Warnemünde. Und was machst du? Wie machst du das? Damit gehst du eigentlich in den Honig rein, tust ein und dann kannst du das. Ja, braucht man das? Nee. Vielleicht finden wir ja was für nächste Woche im Urlaub direkt. Retten. Wir haben ein Apartment. Guck mal, können wir nicht da oben so eine schöne Box einpacken mit Erdbeermisse oder so? Tee? Hier. Was trinken wir doch ja nicht? Prickelnde ja, Erdbeere. Hier Erdbeersahne. Oh, hier mit den Kiwi. Guck mal. Kiwi-Tee. Wo? Melone, Kiwi, Minze. Aber das sind ja keine Beutel leider. So, wir sind jetzt auf dem Weg zum Schlagerhammer. Ja, ich habe mich nochmal direkt umgezogen, habe mir hier direkt nochmal so ein Football-Shirt angezogen. Die sind echt kurz, deine Haare. Meine Haare sind kurz, ja, du hast ja gesagt, soll mich den Cabbie holen. Findet ihr, meine Haare sind zu kurz? Oder? Ja. Oder geht es noch? Hier bin ich, deine könnt ihr mal, kommentieren, ob meine Haare wirklich zu kurz sind oder ob das so gut aussieht. Also ich finde das persönlich zum Sommer genau richtig. Und freut ihr euch schon so ein bisschen oder verhalten? Ihr könnt jetzt tatsächlich auch Mittagsschlaf machen. Ja, ich bin mega müde gerade. Wir haben gerade gegessen in der Losteria. Kann ich nur empfehlen. Sehr geile Pizzen auf jeden Fall. Kann man überall hingehen, eigentlich egal welche Losteria. Ja. Schmeckt immer lecker. Immer lecker. Ja, bin jetzt gespannt da, was da abgeht. Puh.
Und wie fandst du? Schlagerhammer? Also ich muss sagen, ich kann mit der Musik immer noch gar nichts anfangen. Aber die Leute waren nett. Komm, wie war das Bier? Das war sehr geil. Sehr schöne Party. Ich habe so viel Spaß gehabt, mit Freunden zusammen feiern zu dürfen. War der Hammer. Scheiße. Was wolltest du denn jetzt sagen? Hast du die Kamera jetzt in der Hand genommen? Nein, ich wollte die einfach noch auspacken. Ich sehe richtig blass aus. Guck mal, wie ich sehe aus wie ein Mongo. Ey. Ey, aber guck mal, ich auch. Also, ist jetzt nicht anders. Muss ich so richtig tief da reingucken? Vielleicht haben wir die Kamera einfach falsch. Guck mal. Ja, guck mal. Schon viel besser. Besser, oder? Bräuner, sexier. Ich hab einen Puff. Und meine Puffmutter heißt Leila. Ach ja, so, ich würde sagen, ich spiele halt noch eine Runde Kaniffel und dann wartet. Nee, wir gehen noch essen und so. Baby, kannst du noch? Was ist denn das da? Ist da ein Nest? Nee, ist das Schimmel? Nee, das ist ein Nest. Das ist ein Spinnennest. Stimmt. Oh, was ist das? Spinnennest. Boah. Die macht sich jetzt nicht wirklich die Haare, ja. Ich mach mich mal frisch und wasch mir die Haare. Also das heißt so, eigentlich unter die Achseln fertig, ja, eben beim nächsten Abwaschen und fertig. Aber Haare waschen, ey. Wie man hier loskommt, ey. Zeig's. Nein. Okay, also bis gleich. Guten Morgen. Ja, letzter Tag. Wir ziehen aus. Aber es war ein sehr schönes Apartment. Sehr, sehr schön. Kann man nur empfehlen. Also. Eigentlich echt. Obwohl, empfehlen nicht, weil dann was jetzt. Ja, ich versuche zu filmen. Nicht empfehlen, weil sonst kriegen wir ihn nicht mehr. Es war wirklich sehr, sehr schön, aber ich muss dazu sagen, es ist auch sehr hellhörig hier drin gewesen. Ja, also, ein bisschen laut, muss ich auch sagen. Es war schon sehr hellhörig. Man hat alles gehört von den Nachbarn und auch weil man halt direkt hier an der City ist. Ne? Guten Morgen. Guten Morgen. Last day. Also wir gehen jetzt erstmal zum Auto. Auto, packen wir euch die Sachen rein und dann gehen wir. Dann gehen wir noch mal eine Runde rum oder schlendeln. Oder ab nach Hause dann oder wie? Frühstücken und dann schauen wir mal. Okay. Genau. Gut, na dann, ab die Kiste. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Auf Wiedersehen, meine Freunde. Bis zum nächsten Mal. War schön, oder? Hat Spaß gemacht. Hey, komm. Also, war ich kann mir kaum was Schöneres vorstellen, aber? Als mit dem Mertens Urlaub zu machen. Ohne Kinder. So, das war's. Ja, wir fahren nach Hause. War schön. Ich hoffe, wir sehen uns noch mal VR im Kroatien. Ja, bestimmt. Wenn du im Zweifel. So, ich sag auch Tschüss. Obwohl, wir holen noch die Torte ab, wa? Für morgen. Ey, sieht die krass aus. Ist die krank? Ja. Da wird sich Miley richtig freuen. Zeigen wir euch morgen bei der Geburtstagsfeier noch mal ordentlich. Aber die sieht echt richtig, richtig schön aus. Wieder krasse Arbeit geleistet, Mann. Wahnsinn, ey. Ja, deine Lieblingstorte, also da kriegt ihr die schönsten Torten, sage ich euch. Ja, die leckersten. Wer hier aus Berlin kommt, auf jeden Fall beste Adresse. Richtig schön. So, ich nehme die jetzt auf meinen Schoß. Ja, hoffentlich bremse ich nicht stark. Nee. So, bin abgeholt. Zu Hause, vorbei, kaputt. Gute Nacht.